Mitten im Sommer ging es bei einem Prozess vor dem Amtsgericht in Bautzen jetzt um einen Weihnachtsbaum. Der Angeklagte Wolfgang N. Er soll Weihnachten 2019 versucht haben, sich auf dem Grundstück von Ronny Dorker in Kroster eine Fichte abzusägen. Illegal natürlich. Am 4. Advent letzten Jahres hat ein bis dato Unbekannter diese Fichte in der Höhe von ca. man sieht hier, 1,70 Meter, 1,80 Meter stehen lassen und den Rest versucht, als Weihnachtsbaum zu fällen und mitzunehmen. Er hat versucht, mich mit dem Fuchsschwanz bedroht, hat versucht, in meine Beine zu schlagen, was ihm misslang, zum Glück. Ich konnte mich immer zur Wehr setzen. Ja, und er rannte immer weiter. Es gelang mir, ihn zweimal zu Boden zu drücken, ohne ihm dabei wehtun zu wollen. Ich wollte ihn einfach nur fixieren und wissen, wer der Mann ist. Wie gesagt, das Ganze ging über eine Strecke von 500, 600 Metern, bis schließlich mein Bruder mir zum Glück zur Hilfe kam, ein Herr aus Kroster mir zur Hilfe kam und schlussendlich die Polizei. Weil Wolfgang N. seinen Verfolger mit der Säge bedrohte, musste er sich jetzt vor Gericht nicht nur wegen Diebstahls mit einer Waffe, sondern auch wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung verantworten. Der 67-Jährige gestand die Tat und entschuldigte sich. Nach eigenen Aussagen habe er im letzten Jahr kurz hintereinander beide Eltern verloren, stand deshalb neben sich. Der Richter verwarnte den Rentner und wies ihn an, je 100 Euro an Ronny Dorker und die Umweltorganisation Grüne Liga zu überweisen. Es war übrigens nicht das erste Mal, dass Bäume von Dorkers Grundstück entwendet wurden. Schon zweimal schlugen Diebe kurz vor Weihnachten zu.